Wie ihr sicherlich wisst, baue ich gerade einen zweiten Voron Zero, nämlich einen V02. Und für diesen Bild bin ich sehr dankbar, dass ich einen Sponsor gefunden habe, der mir ein sehr wichtiges Bauteil für den Drucker sponsort, nämlich PCBWay. Und das Bauteil, um das es geht, ist ein Toolhead. Und um welchen Toolhead es sich handelt und was PCBWay damit zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und der Toolhead, um den es geht, ist der Sharkfin Extruder basierend auf dem Mini Stealth Burner. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, Moment mal, was hat das Ganze denn mit PCBWay zu tun? Normalerweise bieten die doch eigentlich nur, naja, benutzerdefinierte Halbleiterplatinen an und das stimmt auch, aber PCBWay bietet auch einen 3D-Druckservice an. Und das nicht nur im FTM-Verfahren, sondern auch in Nylon. Und als ich das gesehen habe, bin ich ein bisschen hellhörig geworden, denn ich habe eine E-Mail von denen bekommen, wo sie gemeint haben, hey, wir würden deinen Kanal gerne unterstützen. Und ich habe mir gedacht, okay, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt mit meinen, naja, Halbkenntnissen irgendwie, mit meinem Halbwissen versuche, mit aller Gewalt irgendwie eine Halbleiterplatine zu gestalten, die dann am Ende irgendwo vielleicht ein paar Abnehmer findet, aber im Endeffekt eigentlich nur für das Projekt da ist, also nur für das eine Video. Und das fand ich ein bisschen falsch, sondern ich wollte gerne etwas haben, was ein bisschen langlebiger ist, was ich ja wirklich tagtäglich nutze. Und als ich gesehen habe, dass PCBWay auch einen 3D-Druckservice anbietet für Nylon-3D-Druckteile, bin ich hellhörig geworden, weil ich ja schon auf Harley Quinn, also auf dem anderen Voron Zero, einen LGX-Extruder von Bontech habe. Und dann habe ich gesehen, dass PCBWay auch das Ganze einfärben kann. Das heißt also, ihr seht schon, der Extruder oder der Toolhead ist nicht nur in Mäuschen Grau, sondern auch in Schwarz und in Rot. Also genau nach dem Farbschema, wie ich meinen V02 gerade baue. Und da war ich wirklich hin und weg und ich habe da erstmal die Dateien hochgeladen, um zu gucken, was das Ganze denn kostet und bin dann so ein bisschen aus den Wolken gefallen, weil der ganze Druck, so wie er jetzt hier ist, kostet $160. Ich melde mich nur mal kurz mit einer kleinen Zwischeninformation für euch. Ich wusste damals nicht, welche Getrieberäder ich in den Extruder einbaue. Deswegen habe ich gleich die Bontech-Variante und die andere Variante bestellt. Und dadurch ist der Preis natürlich deutlich teurer gewesen. Wenn ihr jetzt die aktuelle Version hochladet, kostet das Ganze auch eingefärbt, so wie ich es im Video zeige, $118.47. Dazu kommt noch, dass PCBWay inzwischen hier einen Rabattcode entsprechend mitgeteilt hat, mit dem ihr $10 auf eure Bestellung sparen könnt. Der Rabattcode lautet MOR-PCBWay und damit geht's weiter im Video. Das ist kein Pappenstiel, muss man echt sagen. Also da ist auch noch nicht enthalten, weil ich noch nicht wusste, welches Hotend ich verbaue, dass ich hier nochmal das Hotend-Mount mit dem Fan-Protector halt entsprechend einbaue. Aber ich habe für euch natürlich in der E-Mail schon vorgefragt, ob es entsprechend einen Coupon-Code geben wird, also einen Rabattcode. Und die haben gesagt, ja, und wir sind gerade dabei, herauszufinden, wie hoch denn der Rabatt sein wird. Das heißt also, ich blende euch das Ganze mal ein und ihr findet das natürlich unten in der Videobeschreibung nochmal, genauso wie den Link zu PCBWay, wo ihr euch, wenn ihr Interesse habt, so einen Teil natürlich selbst gestalten könnt oder auch selbst drucken lassen könnt. Und ihr könnt das Ganze nicht nur in Rot und Schwarz drucken lassen, sondern in insgesamt 12 verschiedenen Farben, die vorausgewählt sind. Oder wenn euch das nicht reicht, könnt ihr auch nochmal in dem Bestellprozess sagen, okay, ich habe hier diese Hexcode-Collar und die möchte ich gerne entsprechend nutzen, um da meinen Druckteil quasi einzufärben. Im Prinzip funktioniert das ähnlich wie bei XYZ-Printer, falls ihr die schon mal auf der Form Next oder so gesehen habt. Die haben hier weiße Teile, die sie quasi drucken und dann später die Oberfläche rot oder in der entsprechenden Farbe einfärben. Mit Tinte würde ich mal behaupten. Und dadurch erhält man dann am Ende schwarze, rote oder auch lilane oder gelbe oder grüne Teile, was ich persönlich ziemlich cool finde, weil man dann sagen kann, okay, ich habe hier so einen Lulzbot grünen Drucker, wo ich gerne so einen Extruder drauf packen würde und kann sich dann entsprechend die Farben so auswählen, dass sie zum Drucker passen. Das finde ich persönlich sehr cool. Während dem Bestellprozess hatte ich so ein paar kleine Probleme gehabt, weil ich erstmal immer E-Mails bekommen habe von den Mitarbeitern, hey, pass auf, da die Stelle ist ein bisschen zu dünn, zum Beispiel hier an der Seite oder auch bestimmte Schraubenaufnahmen. Und ich war so ein bisschen besorgt, ob das dann am Schluss sich vielleicht, naja, negativ auf dem Bild auswirken könnte, ob die Teile dann noch wirklich gut rauskommen. Ob das Ganze dann so wirklich hundertprozentig funktioniert, wie ich mir es gedacht habe. Aber die Mitarbeiterin von PCBWay hat auch dann gleich gesagt, also die Managerin entsprechend, die mit mir Kontakt aufgenommen hat, hat gemeint, mach dir keine Gedanken drum, wir produzieren das jetzt erstmal, wir gucken, wie das rauskommt und dann kriegst du das Ganze zugeschickt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Teile sind wirklich wunderbar herausgekommen, first try. Und die gefallen mir richtig, richtig gut. Ihr kriegt gleich nochmal ein bisschen B-Roll von der Nahaufnahme.
die lassen sich auch bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Ich meine, man muss überlegen, die Teile sind auf FDM ausgelegt. Das heißt also, wenn ich die jetzt in FDM in ABS gedruckt hätte, wären die Toleranzen wahrscheinlich genau passend gewesen. Bei Nylon vermute ich jetzt einfach mal, ist hier und da nochmal durch den Produktionsprozess nochmal ein klein bisschen was anderes an Schrumpfung mit einzuberechnen. Das heißt also, die eine oder andere Schraube geht ein bisschen schwerer rein. Es bricht nichts, keine Sorge. Man muss einfach nur nochmal gucken, dass man, bevor man das bestellt, vielleicht nochmal ein bisschen das Ganze anpasst, dass das Ganze funktioniert. Da können wir nochmal gucken, dass wir im Rahmen der Community vielleicht nochmal und mit dem Designer zusammen nochmal uns zusammensetzen und vielleicht das Ding hier ein bisschen in einen größeren Rahmen produzieren lassen. Da bin ich gerade entsprechend dran, dass wir das irgendwie ausarbeiten. Jedenfalls muss ich sagen, bin ich bis jetzt, wie das Ganze rausgekommen ist, vollauf begeistert. Hier oben das Loch, wo das Filament reinkommt, war am Anfang ein bisschen verstopft, aber das geht mittlerweile auch wunderbar. Und ich muss sagen, die Teile sind wirklich wunderschön rausgekommen. Die Patreonen kennen das Ganze schon ein bisschen länger, das Projekt, weil ich jetzt die Sachen letzte Woche am Freitag abgeholt habe. Das heißt, ich habe übers Wochenende das Ganze erstmal inspiziert und dann zusammengebaut jetzt die letzten Tage. Gestern, vorgestern gab es Streams dazu, wo ich das Ganze gebaut habe, exklusiv für die Patreonen. Und da habe ich natürlich dann Stück für Stück gezeigt, wie das Ganze erstmal rausgekommen ist. Die haben Bildmaterial gesehen und natürlich auch schon gesehen, wie das Ganze dann am Schluss zusammengebaut aussieht. Und jetzt natürlich ihr auch. Ich habe auch schon Bilder auf Instagram gepostet, die ziemlich gut angekommen sind. Und ich muss sagen, der Extruder oder der ganze Toolhead gefällt mir richtig gut. Ich muss das Ganze jetzt nur noch mal auf der Rückseite entsprechend. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das Ganze mounten werde, wie das Ganze am Schluss rauskommt. Habe ich schon entsprechend die Mounting-Teile, die Mounting-Brackets für die X-Achse, die hinten schon bereit liegt für den Stream nachher, habe ich schon entsprechend rausgedruckt. Und ich habe mir noch was Kleines besorgt, wo ich sage, okay, ein Teil hier vom Toolhead, nämlich das hier, das kennt ihr wahrscheinlich vom LGX-Extruder, ja. Das ist die Kabelaufnahme, wo das Ganze dann nach oben geht. Die habe ich mir gespart, weil ihr seht, hier hinten sind schon die Kabel alle verlegt. Das hier vom Hotend, nehmt das nicht ernst, das ist noch nicht finaler Stand. Ich muss jetzt hier die Kabel irgendwie mal verlängern, dass das funktioniert, weil das vom Revo Hotend, was ich eingebaut habe, ein bisschen zu kurz war, leider Gottes. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Revo Hotend hier drin lasse, weil das ist halt ein bisschen hässlich hier mit den zwei Kabeln, die man verlängern muss. Da bin ich noch kein Fan von. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch kein Fan von, dass das so kurz ist. Vielleicht werde ich mir da nochmal ein anderes besorgen und dann in diesem Drucker halt entsprechend, was weiß ich, das Dragon einbauen oder das Dragonfly einbauen, was ich noch da hinten liegen habe. Auch das Voron Dragonfly, da habe ich auch hier nochmal irgendwo, ich weiß gar nicht wo, aber ich habe hier noch irgendwo entsprechend nochmal so ein Fan Protector Mount entsprechend, damit ich das einbauen kann. Und weil ich hier natürlich die Aufnahme für das LDO Pico Belly Co. entsprechend habe, habe ich hier natürlich dann die Aufnahme für das Kabelmount dann entsprechend weggelassen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist quasi, naja, ein Extruder Breakout Board. Das bedeutet also, dass man dieses Kabel hier quasi, die ganzen Kabel hier an den PCB anschließt und dann hier mit einem Kabel hier von diesem Board an, ups, da fällt schon runter, weil ich es nicht richtig festgemacht habe, an den Extruder geht. Und dieses Kabel, ja, es ist ziemlich kurz, aber es reicht aus von der Länge her, entsprechend, weil der Voron Zero eine 120 mm Druckfläche hat, also 120 cubed, reicht es aus entsprechend, dass der Drucker überall hinfahren kann. Das reicht vollkommen aus, das Kabel. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Und das Ganze geht hier dran und dann kann man von hier aus nach unten hinweg entsprechend das Ganze natürlich mit den Kabeln, die mitgeliefert worden sind. Hier den Stepper, hier zum Beispiel mal den Resist, also den Thermistor anschließen. Hier nochmal entsprechend die 24 Volt für das Board. Und natürlich auch noch ein paar andere Kabel, die man entsprechend über USB-C an das Board anschließen kann, an den Raspberry Pi anschließen kann. Das finde ich ziemlich genial. Das Ganze findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das gerne für euch auch kaufen wollt. Ich muss sagen, ich bin super happy damit, wie das Ganze rausgekommen ist, wie der ganze Toolhead rausgekommen ist. Und bevor ich jetzt weiter Zeit vergeude mit rumlabern, kriegt ihr jetzt noch ein bisschen B-Roll um die Ohren gehauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte den Kanal und tretet der Makorama-Family bei. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an PCBWay, dass ihr das ganze Teil gesponsert haben. Und natürlich auch vielen lieben Dank für die Patreonen, die den Rest des Druckers möglich machen. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hodl's Line, Happy Printing und ciao.